Die Preise für Öl sind auf den Weltmärkten kräftig nach unten gegangen und auch Erdgas ist zuletzt deutlich billiger geworden. Viele Gaskunden merken das allerdings nicht an ihrer Monatsrechnung, wie aus einer Studie im Auftrag der Grünen hervorgeht. Danach haben viele Versorger die günstigeren Einkaufspreise nicht an die Kunden weitergegeben. Wenn die Flamme den Gasherd erhitzt oder die Heizung im Winter für wohlige Wärme sorgt, dann läuft das Geschäft für die Gasanbieter in diesem Jahr besonders gut. Denn nach einer neuen Studie ist Gas so billig wie schon lange nicht mehr. Das bringt eine Milliardenersparnis. Nur der Verbraucher bekommt davon kaum etwas mit. 2014 sind die Preise, Verbraucherpreise für Gas überhaupt nicht gefallen. Und für 2015 gibt es bisher nur wenige Ankündigungen, die Tarife zu senken. Also insofern bleibt diese Milliarde im Moment noch beim Gashandel und den Stadtwerken. Im Schnitt müsste jeder Kunde um mehr als 100 Euro entlastet werden. Doch spürbare Preissenkungen gab es nur in einzelnen großen Städten wie Berlin, während in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein die Preise zum Teil sogar noch anzogen. Da lohnt es sich einfach schon mal, einen Vergleich zu machen im Internet oder zur Verbraucherzentrale zu gehen, weil auch die Verbraucher können Wettbewerb erzeugen. Und gerade in den großen Städten merken wir, dass dieser Wettbewerb offensichtlich besser funktioniert als im ländlichen Raum. Dabei ist ein Wechsel des Anbieters überall schnell und sicher möglich. Und wer dazu noch Rabatte und Prämien nutzt, kann schnell ein paar hundert Euro zusätzlich sparen. Verbraucherschützer wünschen sich deshalb schon länger, dass die Kunden ihre Macht viel stärker nutzen, um die Versorger zu mehr Wettbewerb zu zwingen.